Herzlich willkommen auf gadgetplaza.ch. Heute mit einem Schweizer Review, einem Schweizer Produkt, Freitag. Vielen bekannt durch die Freitagtaschen. Mittlerweile gibt es ja alles Mögliche aus den ehemaligen LKW-Planen hergestellt. Und es gibt auch einiges an Nachahmerprodukten, aber das Original ist sicherlich Freitag. Freundlicherweise haben sie uns zur Verfügung gestellt eine iPad-Hülle plus eine fürs MacBook Air. Das Review folgt noch. Hier zuerst mal fürs iPad. Genauer gesagt geht es fürs iPad 2 und den New iPad. Wie ihr hier sehen könnt, wie von Freitag gewohnt, sauber verarbeitet, schöne Nähte und eben aus recyceltem Material, sprich aus ehemaligen Lastwagenplanen. Wenn wir die Hülle ein bisschen genauer anschauen, hier zum Beispiel hat es oben und unten Aussparung. Das ist je nachdem, wie ihr das iPad einpacken möchtet, so rum oder so rum. Der Home-Button ist immer frei und bedienbar. Hinten, hier bei der Abdeckung, eine Aussparung für die Kamera. Hier für das Mikrofon, der Klinkenstecker. Und unten eine Aussparung für den Dock-Connector. Also das heißt, ihr könnt in der Hülle Musik hören, aufladen, synchronisieren oder auch fotografieren. Je nachdem, was ihr machen möchtet. Das iPad geht ganz einfach hier rein. Vielleicht noch richtig herum mit der Kamera. So. Und jetzt seht ihr auch gleich, es ist nicht nur möglich, natürlich es umgekehrt hereinzumachen, sondern die Aussparung ist neben dem Home-Button natürlich auch für die Frontkamera, über die ihr FaceTime-Calls und Skype-Calls etc. machen könnt. Das ist nicht nur eine Hülle. Die Freitagtasche lässt sich auch als Ständer nutzen. Wie ihr hier sehen könnt, an den Nähten nach hinten klappen und unter diesen Verschluss klappen und schon habt ihr einen iPad-Ständer. Funktioniert im hohen Modus, sprich um Filme zu schauen, um etwas zu lesen. Funktioniert aber genauso gut auf flach, um Texte zu schreiben etc. Wirklich ideale Position, leicht angeschrägt. So viel zu der Freitagtasche. Cool verarbeitet. Dies war ein kleines Review zu der Freitag iPad-Tasche. Hier in diesen Farben gibt es natürlich diverse anderen Farben, meist Unikate, da wie alles gesagt aus recycelten Lastwagenplanen. Eine geniale Hülle, coole Material. Wer eine Freitagtasche sein eigen nennt, weiß die Qualität zu schätzen und weiß, dass sie fast nicht tot zu kriegen sind. Sicherlich ein sehr, sehr guter Schutz, der euer iPad gut schützt. In diesem Sinne war's das mit dem Review zu der Freitag iPad-Tasche. Besten Dank fürs Zuschauen. Bald folgen weitere Reviews hier auf gadgetplaza.ch. Schaut euch auch die Bilder und das Review auf dem Blog an, gadgetplaza.ch/Zubehör. Darunter findet ihr die ganzen Hüllen und Reviews mit Bildern. Besten Dank, euer Pokipsi. Tschüss.